Der ist jetzt quasi, steht dort. Bei mir ist er ein bisschen ausgeglichen, aber bei den anderen, die sehen ihn. Nice. So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Arma 3 Video. Wir sind hier in Exile und ich möchte hier kurz mal eine Sache vorstellen, von der ich ziemlich lange nicht wusste, dass es sie gibt und dann ich nicht wusste, wie sie geht. Ich habe dann rausgefunden, wie es geht und jetzt möchte ich euch das nicht vorenthalten. Ist enorm praktisch. Ich werde jetzt mal immer zwischendurch so ein kleines Tutorial-Video machen. Gar nichts Großes. Einfach, um es auch nicht zu lang zu machen. Und deswegen rede ich jetzt gar nicht weiter um den Brei. Ihr kennt es, ihr seid mit euren Leuten unterwegs. Ich muss gerade eine Gruppe dafür machen. Das ist Voraussetzung dafür. Host Party. Und ihr seid mit eurer Gruppe unterwegs. Einer ist hier auf dem Berg, einer ist dort auf dem Berg. Ihr kennt es, ihr seht da hinten am Baum einen gegnerischen Spieler. Und wie beschreibt ihr jetzt euren Kollegen, wo ihr seid? Und zwar machen wir das so. Also da hinten ist jetzt der Wald. Wir haben da gerade, also den Baum, wir haben einen entdeckt. Wir können dann den Marker dahinsetzen. Der ist jetzt quasi, steht dort. Bei mir ist er ein bisschen ausgeglichen, aber bei den anderen, die sehen ihn. Nice. So, weiter im Text. Also der ist jetzt hier ausgeblichen und die Kollegen von euch sehen aber dann den als eben richtig farbigen Marker und kann den auch sehr gut erkennen. Und jeder hat jetzt einfach den Vorteil, er hat einen 3D-Marker, den du schnell setzen kannst, ohne jetzt kurz auf der Karte rumzumarkieren oder irgendwas, wo dann jeder wieder auf der Karte gucken muss, wo ist er und I, USW. Und das ist einfach eine geile Sache und den kann man hier eben immer wieder setzen, egal wo man halt, wo man den Gegner jetzt gerade gesehen hat. Und das kann eben jeder aus eurer Gruppe auch machen. Und das seht natürlich auch nur ihr als Gruppenmitglied. Und ja, das Ganze ist extrem praktisch. Er verschnellt die Absprache und alles. Und ja, ihr könnt euch denken, jetzt erkläre ich euch noch kurz, wie das geht. Ihr geht Escape auf Konfigurieren. Dann auf die Steuerung. Dann geht hier oben auf individuelle Steuerung. Und geht hier auf Aktion 2 verwenden und weist hier die Taste F1 zum Beispiel, die habe ich genommen, weil die nah an WASD ist und von Arma nicht belegt wird. Und dann könnt ihr hier quasi mit F1 immer diese Waypoints setzen, wo ihr die eben auch haben möchtet. Wenn der weg soll, klickt ihr einfach in die Luft und weg ist er. Es geht immer nur ein pro Person, aber ist, denke ich, ausreichend und kann für jeden, also eben jeder aus eurer Gruppe kann einen Marker setzen und ist extrem praktisch, gerade in Kämpfen, wenn es schnell geht und man kann dann nicht immer mit dem Kompass gucken, mit der Karte irgendwie, oh, wo sind wir jetzt und markier mal und jeder kennt das Spiel. Ich weiß nicht, wie viele das jetzt tatsächlich schon wissen, wie das funktioniert. Wenn es euch geholfen hat, gebt einen Daumen hoch und wenn ihr mehr Videos wollt oder irgendwelche Tutorials noch haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe damals in Arma 3 Epoch extrem viel Tutorials gemacht, die sind auch extrem gut angekommen. Und da würde ich jetzt immer mal gerne mal eins hineinwerfen. Wie gesagt, mir hat es extrem geholfen und ich wollte es mit euch teilen. Und ja, will es jetzt auch nicht zu lang machen, deswegen höre ich auf zu quatschen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, gebt einen Daumen hoch und ich hoffe, euch hat es geholfen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.